Bei vielen Menschen gibt es die Neigung, eine dicke Flüssigkeit im Gehirn zu sammeln. Seelenberührungsorakel. Die göttlichen Strahlen. Sternenkinder und Lichtarbeiter. Eine Armee von Einhörnern. Botschafter aus der geistigen Welt. Dualseelen und Zwillingsseelen. Eigentlich bin ich ein Außerirdischer und ich komme aus den Konstellationen Orion. Spürt doch mal in euch hinein. Feinstoffkirchen. Jetzt. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Frohes neues Jahr euch allen. Ein frohes neues Feinstoffjahr. Ja, feinstoffliches Tierchenjahr. Wir haben die erste Folge im Jahr und genau. Es ist Folge 24. Bist du sicher? Du hast gesagt 24. Ja, wenn ich das gesagt habe, dann stimmt das wohl. Ne? Ja. Hoffe ich doch. Ja, hoffe ich auch. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr uns auch in diesem Jahr wieder hört. Wir starten soft ins neue Jahr. Und bevor weil wir Softies sind. Fängt gut an, ne? Neu anfangen? Nö. Warte. Nee? Nee. Gott, okay. Hallo zusammen. Na? Du sollst doch nicht neu anfangen. Ach so, ja. Egal. Gut. Wir starten soft ins neue Jahr und sitzen gemütlich zusammen und machen heute eine Folge über Prophezeiungen. Ja, also aber zuerst müssen wir nicht ganz so soft sein. Wir fangen an, indem wir ziemlich aggressiv sind sogar. Nein, wir fangen nicht an, indem wir ziemlich aggressiv sind, denn zuallererst... Ich zücke den Hammer. Verdammt. Ja, die einen oder anderen erinnern sich noch, wir hatten eine Folge im letzten Jahr, kurz vor Weihnachten, in der wir Putin verflucht haben mit einer Anleitung aus dem Internet, was ja den Effekt hat, dass jetzt seitdem in meinem Schrank ein Glas mit einem Fluch herinnen schlummert. Und Abführgummibärchen. Und Abführgummibärchen. Und der Fluch muss irgendwann gebrochen werden, so steht es in der Anleitung. Und wir hatten gesagt, in der ersten Folge im Jahr brechen wir diesen Fluch. Vor uns liegt auf einem Steintisch, wo ich mir nicht sicher bin, ob der Tisch das aushalten wird. Und in einer Tüte ein Glas mit dem Fluch drin, zudem hält die Mira einen Hammer in der Hand und wir haben vorhin mal drauf also leicht angeklopft. Es könnte sein, dass wir es nicht schaffen, das Glas kaputt zu machen, aber sie wird alles geben. Ich richte das Mikrofon auf das Glas, ich damit versuch's. Ihr das hört. Oh mein Sekunde. Gott, hoffentlich passiert mir nichts. Achtung, Moment. Das war noch zu leicht, glaube ich. Gib alles. Oh! Es ist zerbrochen. Masseltopf oder so. Das Glas ist gebrochen, der Fluch ist aufgehoben. Ja. Herr Putin. Kannst du das mal weglegen? Aber vorsichtig, der Fluch ist Glas aufgehoben, drin. Aber das heißt nicht, dass wir quitt sind. Leg es einfach mal hier auf den Tisch. Ich mache ein Foto in das Glas. Wir machen später. Ein Foto von den Scherben. Das könnt ihr dann auf unserem... Was hier raschelt, ist die Tüte. Ne? Wir rascheln ein bisschen. Kannst du es... Bitte, da sind Glasscherben drin. Da sind Glasscherben auf, drin. Ich bring's kurz weg. Das hat er ja sehr toll weggebracht. Oh mein Gott, was mache ich mit dem Hammer? Ah, ich weiß schon, den benutze ich jetzt. Leg den Hammer weg, denn jetzt kommt der Hammer. Mit dem auf die Kniescheibe und so. Kennst du das noch? Bonk. Egal. Ich leg den Hammer weg, sonst mache ich noch Unfug damit. Leg den Hammer weg. So, der Hammer ist weg. Wir haben weitere Neuigkeiten. Der ein oder andere erinnert sich an unser Einhorn, Ingo. Hm. Mein Einhorn. Dein Einhorn. Mein ja, ganz genau. Persönliches Einhorn. Ja, und Ingo war eine Zeit lang nicht erreichbar. Ja. Ja, ich war jetzt nicht so ganz so traurig, weil er benimmt sich ja immer so ein bisschen daneben hier, ja. Ja, und Ingo aber scheint gut rumgekommen zu sein, denn wir haben eine Nachricht bekommen. Ja, er war in Berlin. Ne? Von der lieben Draco, so heißt sie auf Twitter. Hm. Und die hat uns ein Bild geschickt von Ingo, denn der saß bei ihr in der Wohnung. Ja, und sie hat... Ingo geht fremd. Sie hat ihn dann eingefangen und in ein Paket gestopft, das sie dann zu uns geschickt hat. Und ja, seitdem ist er wieder hier. Er sitzt jetzt gerade hier
direkt neben mir. Er ist noch ein bisschen ruhig, aber das wird sich auch noch im Verlauf der Sendung ändern, glaube ich, denn er ist innerlich unruhig. Ich sehe es ihm an. Er hat auch schon was zum Besten gegeben. Er hat gesagt, er jetzt, wo er wieder zu Hause ist, schenkte er uns etwas für unsere erste Folge. Er möchte ein bisschen mehr teilhaben, genau. Und dazu später. Schüttel ihn doch nicht so rum. Ich schüttel ihn herum. Und also das Einhorn. Also das. Ich schüttel das Einhorn. Jedenfalls, auch ihn werden wir hier heute ein bisschen fotografieren. Ihr findet uns unsere Fotos, also das kaputte Fluchglas und auch die Bilder vom Ingo auf unserem Instagram-Account. Auf unserem Instagram-Account. Das kann immer so ein paar Tage abweichen, ne, mit Erscheinen der neuen Folge. Ja. Also. Ich werde vereinzelt einige kleine Fotos auch mal in die Social Media Kanäle, für die ich verantwortlich bin, tun. Also auf Twitter jetzt, und Blue Sky. Der macht mich ganz irre hier. Okay, gut. Der Ingo wurde kurzzeitig aus meiner Hand entrissen und. Weil er ihn so rumschüttelt die ganze Zeit. Weil ich den Ingo schüttel. So, nun, die ersten Minuten dieses Jahres sind vergangen. Also nochmal, stopp, bevor wir das Ingo-Thema fallen lassen. Vielen lieben Dank, liebe Draco, dass du uns diesen Ingo geschickt hast. Ja. Wir werden uns feinstofflich revanchieren. Ja. Ja. Kann ein bisschen dauern, aber. Kann ein bisschen dauern, aber es kommt. Es kommt was. Es kommt etwas auf dich zu. Gut, an der Stelle beginnen wir nun mit der Folge 24 und wir starten, wie schon gesagt, sehr soft ins Jahr, weil wir Softies sind, wie sie schon sagte. Und weil wir etwas gemütlich angehen lassen. Wir sind noch ein bisschen in Urlaubsstimmung. Du bist in Urlaubsstimmung, ich habe gearbeitet die ganze Zeit. Gearbeitet, dass die einen sagen so, die anderen sagen Nennen wir es Arbeit, was du so machst. Und an der Stelle, dieses Mal werden wir die erste Folge starten, so wie in jedem Jahr die neue Folge. Ja, wir hatten ja bisher. Toll. Das wird nun eine neue Tradition und wir beschäftigen uns. Er ruft immer so Traditionen aus, die dann irgendwie wieder in Vergessenheit geraten. Aber egal. Diesmal nicht, denn wir beschäftigen uns mit Prophezeiungen und Voraussagen für das Jahr 2024. Wir schauen mal, was es da so gibt. Was sind so die Klassiker? Was sind so die neumodischen Spinner, die Prophezeiungen fürs Jahr 2024 haben. Da schauen wir mal drauf und im nächsten Jahr können wir ja dann mal schauen, was davon eingetroffen ist. Ja. Ich schlage vor, wir beginnen mit den Klassikern und wenn ich an Prophezeiungen denke, dann ist der erste Name, der mir einfällt. Willst du das jetzt wirklich? Ich soll jetzt sagen, welcher Name dir zuerst einfällt. Weil du ja ab jetzt die Rubrik dann, also du wärst ja dann dran. Ach so. Also nochmal ganz kurz, vergiss, was ich gesagt habe. Wenn ich so an Prophezeiungen denke und ich gehe so auf und ab im Leben und ich schaue aus dem Fenster. Nostradamus. Und, oh, genau, ich habe meinen Einsatz verpasst. Mensch, Nostradamus. Ja, dann bist du dran. War ein bisschen, der Einsatz war nicht ganz so, ne? Ist egal. Schlechtes Timing, ist okay. Oder? Alles klar, schieß los. Ja. Also es geht um Nostradamus, ne? Was wissen wir denn über Nostradamus? Oder sollen wir vielleicht mal so anfangen, wer war denn das überhaupt? Nostradamus war ein Franzose. Ein Franzose? Ja. Aber es klingt doch so Latein, so Nostradamus. Ja. Das kommt daher, dass sein Name eigentlich Michel de Notre Dame war. Der Michel aus Notre Dame. Michel aus Lönneberger. Ja, ja. Ja, sein Name wurde nämlich lateinisiert. Lateinisiert? Wieso das denn? Da fragst du mich was. Da frag ich dich was. Keine Ahnung, warum. Das ist gut. Er war auf jeden Fall Arzt und Apotheker. Okay. Ja. Und wie kommt man als Arzt und Apotheker auf die Idee, Bücher mit Prophezeiungen zu schreiben? Das kann ich dir auch nicht sagen. Er hat jedenfalls schon recht früh damit angefangen. Also er ist als Kind wohl schon von seinem Urgroßvater recht früh unterrichtet worden in Sprachen und Naturwissenschaften und hat anschließend, also im
angemessenen Alter Naturwissenschaften studiert. Was für Naturwissenschaften? Ein Medizinstudium. Medizinstudium. Genau. Er war also in quasi Montpellier hat er das abgeschlossen. Nur echt mit der Piemontkirsche. Nee. Ich glaube nicht, dass das Teil von einem Medizinstudium ist. Okay, gut. Ja. Montpellier. Prost. Also, ob er das abgeschlossen hat, das Studium, das lässt sich nicht belegen. Aber wir gehen mal davon aus, weil er auch als Arzt und Apotheker tätig war. Wie ein zugeklapptes Brot. Es lässt sich nicht belegen. Genau. Nach seinem Studium ist er auf jeden Fall viel gereist. Ja. Ich gehe da jetzt nicht weiter. Ich weiß. Und er hat dann auch geheiratet. Nee. Jedoch ist seine Familie, kann dir jetzt nicht sagen, ob er da Kinder schon hatte. Das habe ich jetzt hier nicht rausgefunden. Er wird es wissen. Sicher. Auf jeden Fall steht hier nur, dass seine Familie verstarb an einer Krankheit. Schnupfen. Nein. Entweder war es die Pest oder Diphtherie. Das weiß man nicht so genau. Ich meine, er war Mediziner und konnte in die Zukunft sehen. Wer sollte es als kleinen Pauper nicht wissen? Ja. Vor allem ist ja auch irgendwie, seine Familie ist daran gestorben, er nicht. Ein Helm, wo er böses denkt. Glaubst du, er hat sie mit der Pest angesteckt? Nein, dann hätte er es ja selber auch gehabt. Glaubst du, er wusste, dass da Pest ist und hat die dann dahin geschickt? Nee, so weit würde ich jetzt mal nicht gehen. Warum nicht? Also wir sind hier auch kein True Crime Podcast. Ja? Nostradamus, das Verbrechen. Das wäre ja auch True Crime, Speculation Crime. Machen wir mal eine Folge in der, nein. Nein. Okay, also nein. Nostradamus hat Er hat auf jeden Fall noch ein zweites Familie. Mal geheiratet. Okay. 1547 und seine zweite Ehefrau, die war recht vermögend. Ach. Also Geldsorgen hatte er keine. Und die starb dann auch auf mysteriöse Art und Weise? Nee. Aber er hatte dadurch Zeit, sehr viel Zeit und hat sich seitdem schriftstellerischen Tätigkeiten angenommen. Ja? Genau. Ja. Und seine berühmten Vorhersagen, die hat er so circa 1550 geschrieben und veröffentlicht. Also halten wir fest, das ist jetzt 700 Jahre alt. Und was interessant ist, er hat das damals in französischer Sprache verfasst und veröffentlicht. Das Aber war er gar konnte nicht gar so. Kein Französisch. Natürlich, er war ja Franzose. Ach so, okay, ja. Oh, meine Güte. Aber damals war es wohl üblich, eigentlich so Veröffentlichungen noch auf Latein zu machen. Er hat das Ganze aber auf Französisch verfasst damit, und veröffentlicht, damit auch jeder das lesen konnte. Ach so, okay. Ich dachte, damit die Lateiner das nicht lesen können. Ja, okay, cool. Ja, das waren also seine Prophezeiungen, das waren immer so vierzeilige Paraphrasen. So Limericks. Im Original. Limericks. Nein. So Bauernregeln. Auch nicht. Kräht der Hahn des Nachts im Walde, ja, bitte? Kommt die Pest balde, schickt nicht eure Familie dahin, denn dann ist doof. Nein? Okay. Nein. Also er hat das auf Französisch verfasst, als Vierzeiler. Kräht ja? Le Coq des Nachts im Walde. Können wir jetzt weitermachen? Ja. Ja. Und diese... Oh, warte. Du bist nachher auch noch dran, ne? Hui. Diese Vierzeiler waren, wie gesagt, im Original auf Französisch und ohne Interpunktion und voll von Metaphern. Ohne ja? Interpunktion, das heißt, er hat in einem durchgeschrieben. Genau, so und ungefähr. Es war nur durch Zeilen getrennt. Genau. Okay. Ja. Nur durch Zeilen getrennt. Okay. Ja, ohne Punkt und Komma hat er geredet, so wie du manchmal. Mhm. Ja. Und
da wird wohl auch, also er hat auch keine Jahresangaben gemacht. Also er hat auch nicht irgendwie geschrieben, im Jahre 2012 wird die Welt untergehen. Das hat er nicht geschrieben. Ja, man ist ja auch über 700 Jahre jetzt her, ne, dass er es geschrieben hat. Der hat ja auch gar, vielleicht hat er gar keinen Kalender. Das ist auch nur durch so Deutungen dann wird das den Jahren zugeschrieben. Ach so. Also er hat das alles so in einem fortgeschrieben quasi und hat auch keine genauen Angaben gemacht und auch seine Aussagen sind auch immer sehr, sehr schwammig gewesen. Also halt voller Metaphern auch. Er hat oft irgendwie zum Beispiel von einem Tanz mit dem Schicksal und sowas geschrieben. Ja, also da kann man ja sehr viel deuten. Ja, ja? Das kann man. Aber seine Voraussagen werden bis heute immer noch herangezogen. Ja, herangezogen. Ja? Also man versucht dann da immer, also man veröffentlicht das jedes Jahr, so Nostradamus hat für dieses Jahr das und das vorhergesagt und versucht dann da irgendwie dann auch was zu herauszuziehen. Interpretieren. Ja. Ja. Was hat er denn zum Beispiel für das Jahr 2023 vorhergesagt? Das vergangene Jahr. Da können wir ja mal gucken, ob das schon stimmt. Na, ja, können wir uns dann mal anschauen, was davon vielleicht eingetreten ist und was nicht. Mhm. Also, für das Jahr 2023 sollte laut Nostradamus oder den eigentlich den Interpreteuren, Interpretösen des Nostradamus Wischiwaschis. Den Interpretierenden. Dann muss das nicht gegendert werden. Ich finde Interpretösen irgendwie cooler, auch für die Männer. Das ist dann schon ohne Gendern. Soll ich dich Interpretöse nennen? Nee, aber ich interpretiere ja nicht. Viel, oft. Aber nicht aus Nostradamus-Texten. Also Nostradamösen. Jetzt aber. Also jetzt hört er das. Wieder mega, mega Altmanier. Mega, mega. Also, für 2023 sollte es laut Nostradamus eine große Wirtschaftskrise geben. Ja. 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 Diese Prophezeiung kann man als erfüllt ansehen, würde ich sagen. Also, ich würde es jetzt nicht eine große Wirtschaftskrise nennen. Es war schon schlimmer, aber es ist wirtschaftlich jetzt nicht so dolle. Also, ja. Och. Was hat er noch vorausgesagt? Ja. Den Beginn des Dritten Weltkrieges hat er für das Jahr 2023 vorausgesagt. Also, ich würde ja mal sagen, es gab schon mehrere Konflikte, ja. Ja. Ukraine-Krieg noch nicht beendet, ja. Neue Komplikationen, da kommen wir später noch drauf. Aber jetzt einen Dritten Weltkrieg hat es nicht gegeben. Nun, wenn es jetzt der Beginn ist, der bricht ja irgendwie aus und entwickelt sich. Wer weiß, wie sich der Krieg da entwickelt? Man weiß es nicht. Ja, also man müsste da dann noch die nächsten Jahre abwarten, ob ein dritter Weltkrieg jetzt dann irgendwann ausgesprochen wird. Dann müsste man eigentlich sagen, der Beginn war schon im Jahr 2023. Ja. Also man kann es noch nicht so ganz ausschließen, aber jetzt so mal rein vom, ne, da, also 2023 hat jetzt kein Land einem anderen den Krieg erklärt, was man dann deuten könnte, das ist der Beginn des Dritten Weltkrieges. Das kann man jetzt jedenfalls nicht sagen. Okay. So können wir uns einigen, ne? Ja, okay. So, dann hat er noch vorausgesagt Terroranschläge. Terroranschläge, sind ja immer. Ja. Sind ja immer, schon auch schon 1500 noch was waren Terroranschläge. Das ist jedes Jahr passt, das ist nicht schön, aber das ist relativ zuverlässig. Ja. Ja, ja. Ja. Also zu dem Dritten Weltkrieg muss man nochmal sagen, also er hat dann noch vorausgesagt, dass sich nach dem Krieg aus Bunkern und Verstecken die Menschen wieder an die Oberfläche kommen. Und das wird von vielen Seiten gerade so unter so Verschwörungsleuten wird das gerne gesehen als den Beginn einer neuen Welt, ja, dass aus den Trümmern dann die
phönixartig eine neue Welt entsteht, in der alles anders ist. Also die Terroranschläge, da können wir uns einigen, klar, die gibt's immer. Aber die kann ich dir voraussagen für die nächsten 5 Jahre. Ja. Und für die letzten 5. Wird es sicherlich immer irgendwo irgendwelche geben. Genau. Ja. Dann hatte er noch vorausgesagt für das Jahr 2023, dass der alte Papst zurücktreten wird und ein neuer böser Papst das Amt übernimmt. Das ist definitiv nicht eingetreten. Vielleicht ist er ja ausgetauscht worden. Kann sein, dass es ein, also es gibt ja Verschwörungstheoretiker, die der Meinung sind, dass der Papst eigentlich gar nicht mehr existiert, sondern dass es ein reptiloider Doppelgänger ist und das könnte ja... Aber er spricht ja von abgetreten. Er ist, der alte Papst ist abgetreten. Naja, gut, okay. Tritt gut zurück. Dann sagen wir hier. Und wird durch einen neuen bösen Papst ersetzt. Okay, war nix. War nix. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Voraussagungen von Nostradamus für das neue Jahr. Oh nein. Für 2024. Was wird sich. Ja. Lass die Finger von dem Knopf. Ja, ich lasse die Finger von dem Knopf, ja. Was kommt in 2024 nach Nostradamus? Nostradamus. 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 Und zwar sagt er hier voraus, dass China eine große Expansion durchlaufen soll und damit vielleicht andere Mächte in den Schatten stellen wird. Somit könnte China zum nächsten China. Da müssen wir nicht China sagen. Ich sag mal China. 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 Also China könnte zum nächsten Weltführer werden. Aha. Ja. Oh wow. Überraschung. Genau. Ja. Also nach Ansicht der chinesischen Führung ist das bereits passiert, würde ich sagen. Ja. Also könnte hier zu intensivierten Drohungen und Militärübungen Chinas gegen Taiwan führen und was war noch? Ja, genau. Gut, es China kriegt mehr Macht. Es gibt auch Wahlen in Taiwan Anfang 2024, was ich zum Beispiel nicht wusste. Ich auch nicht. Aber das hat er nicht vorausgesagt. Nee, so. Aber vielleicht könnte sich da auch irgendwie noch was. Ja, wer keine weiß. Ahnung. Okay. Ja. Außerdem soll es 2024 zu einer medizinischen Revolution kommen. Okay. Er spricht von bahnbrechenden Fortschritten im Bereich der Organverpflanzung. Nicht näher ausgeführt. Okay. Können wir ja mal abwarten. Ne? Ja. Vielleicht kommt ja irgendwie was. Kriegt jeder neue Organe. Er hat auch was zu unserem fluchgebrochenen Putin zu sagen. Ah. Also man muss dazu sagen, Nostradamus wusste natürlich noch nichts vor 500 Jahren oder knapp 500 Jahren wusste er ja noch nichts von Putin. Ja, ach so. Also, aber da war halt dann die Rede vom russischen Führer oder wie auch immer. Ja. Anführer, keine Ahnung. Ja. Er sagt jedenfalls voraus, dass Putin, Moment, jetzt habe ich den Faden verloren. Moment, ich suche ihn wieder. Er sagt jedenfalls voraus, dass Putin sollte sich besonderen Herausforderungen stellen. Ja. Er nennt es, wie schon vorhin genannt, den Tanz mit dem Schicksal. Vielleicht scheißt er sich ja noch ein. Das wäre eine sehr Tanz mit dem Schicksal. Aber wir haben es ja jetzt gebrochen eigentlich. Also dann sind wir jedenfalls nicht mehr schuld. Doch, das wenn wird er sich noch ein, nach. Wenn das er, wird sich, noch nach. Wenn er sich jetzt noch einscheißt, dann sind wir nicht mehr schuld. Wir haben den Fluch gebrochen. Oh, sagst du so. Ja, ja, okay. Was war noch hier? Ach ja, hier künstliche Intelligenz, da hat er auch irgendwie was da vorhergesagt. Und seht, die künstliche Intelligenz wird euch KI ChatGPT. Sie wird auf jeden Fall einen erheblichen Aufschwung erleben und es soll neue technologische Wunder hervorbringen. Na jeck. Ja. Wie KIs quasi. Ja, verrückt. Ne? Ja. Ja. Dann
soll es einen neuen westeuropäischen Anführer geben. Mhm. Ja, er soll aus ärmlichen Verhältnissen kommen. Also mit Armen. Ja, Wir haben alle Arme. Aus ärmlichen, nicht aus ärmlichen. Ach so. Aus ärmlichen. Also, vom Ärmelkanal. Darf ich weitermachen? Natürlich. Ja? Also er soll aus ärmlichen Verhältnissen kommen und durch seine Redegewandtheit, ja, kann er eine große Anhängerschaft gewinnen. Ja? Anhängerschaft. Und sein Ruhm wird in Richtung Osten gehen. Westeuropäischer Anführer, sein Ruhm geht in Richtung Osten. Also ganz im Westen fängt sie er an. Sie gestikuliert mit der Hand in Richtung Osten. Ich schaue nach Osten, ich sehe nichts. Er ist Westeuropäer und sein Ruhm richtet sich gen Osten. Ah. Ja. So steht das hier. Ich kann das nicht. Ich habe auch keine konkret. Ahnung. Ich bin kein. Okay, ja, ist ja toll. Ja, außerdem. Wow. Sollte ja eigentlich Papst Franziskus schon zurückgetreten sein, ja, aber jetzt für 24 wird es noch doller, da soll er sterben. Und wird er durch einen bösen Papst ersetzt? Aber natürlich. Ah, cool. KI-gesteuerten bösen Papst. Natürlich. Also wenn das aus mit dem Zurücktreten 2023 nicht so ganz funktioniert hat, dann stirbt er halt 2024. Okay. Ja, gut, ne? Ja, also wollen wir es mal nicht hoffen, ja, aber er kränkelt ja schon ein kleines bisschen, der Papst. Kann man so sagen. Er hat ja auch schon ein stattliches Alter erlangt. Bisher. Nee. Naja. Keine Ahnung. Seine Vorhersagen sind sehr umstritten, kannst du dir vorstellen. Ne? Ja. Weil vor allem sind das ja alles Interpretationen. Ja. Mhm. Also er schreibt ja nicht in seinen Vierteilen. Nee, es gibt ja Leute, die irgendwelche Algorithmen errechnen, um da irgendwie durch die Bücher sich zu rechnen und dann anhand von Zeilenumbrüchen und tralala irgendwelche Jahreszeiten rauszulesen. Ja. Und dann ist ja auch immer so schwammige Aussagen wie hier der zweitgestellte, was weiß ich, ne? Mhm. Wird das ja immer so genannt, ne? Wo man sagt, hier wenn er dann vom Erstgestellten, dann ist damit wohl irgendwie der Präsident von Amerika gemeint. Und beim Zweitgestellten, da weiß man dann schon gar nicht mehr genau, ist jetzt Russlands Putin gemeint oder wer ist jetzt, da gemeint, ne? Okay. Und von daher ist das immer recht diffus. Also all diese Voraussagen und Prophezeiungen sind ja meistens irgendwo abgeleitet von irgendeinem. Also die werden auch oftmals nicht. Ich sprach in Zungen. sind ja auch oftmals nicht sehr konkret, egal woher die kommen. Ja, richtig. Ja. Ist ja, man kann ja. Da kommen wir später auch noch drauf. Genau. Ja. Können wir ja auch noch hier, wo das ja auch immer zutrifft, sind zum Beispiel Horoskope und sowas. Ne? Da ist das ja auch immer sehr, sehr spannend. Ja. Wenn wir bei den Klassikern sind, dann fällt mir vor allen Dingen eins ein, denn es gibt ja Menschen, die der Meinung sind, dass die Simpsons unsere Zukunft voraussagen können. Ja, das habe ich auch schon gehört. Genau, und ich habe mal geguckt, ob es da auch was gibt für 2024. Vielleicht mal kurz zur Einleitung. Es gibt eine amerikanische Zeichentrickserie, die Simpsons. Dort sind Menschen mit gelber Haut, die Abenteuer erleben. Ihr kennt das. Mhm. Und jedenfalls sind dort in den Folgen früher Dinge geschehen, die angeblich als Voraussagen gedeutet werden. Zum Beispiel ist es so, dass in der Folge Barts Blick in die Zukunft von 2000 dort wurde schon angekündigt, dass Donald Trump Präsident wird. Oder war da nicht auch schon mal was hier mit den Towern? Mit den Twin Towern? Das kann sein. Ich habe es jetzt nicht als Beispiel rausgesucht. Aber ich meine, das wäre auch in den Simpsons schon vorgekommen gewesen. Genau. Es gab eine Folge Lisas Hochzeit aus dem Jahr 1995 und da wurde im Hintergrund in London das spielte teilweise in London und dort wurde London in der Hauptstadt von England. Ja, also entweder sagst du London oder du sagst London. Oder ich sag London. 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 Ja. Bitte anschnallen, wir London.
Jedenfalls in dieser Stadt in England. Ja, entschuldige mich bei allen Briten, die ihr gerade zuhört. Ja, liebe Briten, die ihr unseren Podcast so fleißig hört. Bitte, habt Nachsicht. Jedenfalls wurde dort in der Hintergrund die Silhouette der Stadt gezeigt. Und es gab an der Stelle, in der heute der Wolkenkratzer The Shard, die Scherbe, The Shard. Mhm. Zur Schacht. Einer der größten Wolkenkratzer weltweit, der erst in den letzten Jahren gebaut worden ist. Ich glaube sogar der größte. Ist es der größte? Hm, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich informiere mich nicht so über Wolkenkratzer. Jedenfalls war der schon mit relativ exaktem Umriss im Hintergrund in der Silhouette zu sehen. In der Vielleicht Folge von haben 1995. Die das aber auch als Vorlage genommen. Wer weiß, das ist ja immer bei sowas die Sache. Und 1993 gab es eine Folge, die hieß March wird verhaftet. Und da in dieser Folge gab es eine fiktionale Krankheit, die Krankheit Osaka-Flu. Also eine Erkältung aus Osaka, eine Erkältung aus Asien. Und das wird als Vorhersage des Coronaviruses gedeutet. Mhm. All dies passiert und es gibt auch Voraussagen für 2024, denn Leute in diversen Foren haben Folgendes aus den Folgen herausgelesen für 2024. Bist du soweit? Mhm. Es wird Hologramme geben. Ui. Hologramme. Gibt's die nicht schon? Ja, also es ist wohl so, dass in den Folgen gibt es so kleine Sender, die stellt man auf den Boden, dann sieht man den Menschen vor sich, wie bei Star Wars. Der böse Mann bei Star Wars, wie hieß er? Der Imperator. Hallo. Der hatte doch auch so ein Hologramm immer. Ja, Darth Vader. Nee, der Imperator. Darth Vader war ja nur der Angestellte. Aber den vom hast Imperator. Du doch auch, aber hat man die nicht auch ab und an so über so ein Hologramm? Ich weiß es nicht. Aber es gibt jedenfalls Hologramme. R2-D2 hat man auch hier, wie die Leia und so, den dann so den Chip da reinsteckt. Wir switchen nun zu Star Wars mit Mira. Mit Mira, genau. Ja, Episode 1. Nein. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Achso. Das ist, oh mein Gott, das ist ja wohl. Ja. Gut, also R2-D2 hatte Hologramme und die wird es dann in diesem Jahr auch für uns geben. Aufgrund der technischen Entwicklung, man ist da aktuell sogar dran und es könnte durchaus sein, dass das passiert. Erneut, es gibt in einer... Woran wird das festgemacht, dass das 2024 passiert? Es gibt da immer Datierungen im Hintergrund. Zum Beispiel, um mal darauf hinzukommen, und das erkläre ich dir zum Beispiel bei meinem nächsten Thema. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch die Vorhersage, dass Trump Präsident wird. Und das lässt sich zum Beispiel relativ simpel daraus schließen, denn es gibt ebenfalls in dieser Folge Barts Blick in die Zukunft überall Plakate, auf denen steht Trump 2024. Aber hat man die nicht schon dazu benutzt, Trump als Präsident, der er mal war? Zu deuten, ja, aber wenn man es streng nimmt, dann stand gedacht, also hat man damals gedacht, die haben sich nur in der Zeit geirrt und jetzt denkt man, nee, die haben sich doch gar nicht das in der Zeit hier, geirrt. Wir müssen dazu sagen, das hier sind nicht irgendwelche Medien, die das da rauslesen und das ist auch nicht, das sind Haufen Leute in irgendwelchen Reddit-Foren, die versuchen, was da rauszulesen. Jedenfalls, ja. Es gibt dort die Plakate mit der Aufschrift Trump 2024. Wir haben im nächsten Jahr Präsidentschaftswahlen in den USA. Nein, in diesem Jahr, wir haben 2024. Ja. Wir haben 2024, scheiße. Ja, jedenfalls, vielleicht ist das ein Hinweis. Zudem gibt es den Hinweis, dass die KI die Macht übernimmt und die Menschheit bedroht. Hatten wir bei Nostradamus jetzt auch schon. Ja, nicht, dass sie bedrohlich ist. Da wird ihr eher was Gutes zugetragen. Zudem gibt es eine Folge, in der Homer Simpsons ins Kino geht und einen Film schaut, der auch datiert ist mit 2024. Und in diesem Film, der eine Dokumentation darstellt, geht es um den Krieg zwischen Serbien und dem Kosovo. Hier deutet man, dass es einen erneuten Krieg zwischen Serbien und dem Kosovo in 2024 gibt. Oh mein Gott, hoffentlich nicht. Dann hat man herausgedeutet, 2024 Menschen auf dem Mars. Das in dieser Folge spielt auch Elon Musk eine große Rolle, der Menschen auf den... Nein, Elon. Der Bruder vom Elon. Der gute Mensch heißt Elon. Ach so, Elon. Elon Musk, der diese Menschen dort auf den Mars bringt. Mhm. Ja. Das ist die Simpsons-Voraussage für 2024.
Mhm. Was haben wir denn noch? Das war jetzt auch ein Klassiker. Hast du noch einen Klassiker? Habe ich einen Klassiker? Hast du noch einen Klassiker? Warte mal, ich muss gerade mal gucken. Hast du noch einen Klassiker für mich? Oh yeah. Wer mir noch einfällt bei den Klassikern, ist zum Beispiel Baba Vanga. Baba Vanga. Baba Vanga. Die, ja. Das cool. ist der, der die Shrimps bei Nein. verkauft. Nein. Okay, wer ist das dann? Wer? Ja, wer ist das? Baba Vanga? Ja. Eine bulgarische Seherin. Eine bulgarische Seherin? Genau. Okay. Ja, Baba Vanga. Baba Vanga. Baba Vanga. Nein. Eine bulgarische Seherin. Genau. Eine bulgarische Seherin, die bereits verstorben ist. Jek. Ja. Ja. Sie hat gelebt von 1911 bis 1996. Das ist ja relativ vor kurzem erst gewesen. Naja. 96. 96. Was jetzt? Wie viele Jahre her? Ich sehe, wie du rechnest. Wie viele Jahre ist das her? Ja, fast. Hallo? 18. 18 Jahre. Ja, ist ja noch gar nicht so lange. Doch. Naja, wenn wir jetzt mal in Nostradamus. Vor 18 Jahren, da war ich noch jung. Warte, echt? Ja. Kannten wir uns da schon? Nein. Dann vielleicht vor deswegen. Vor 18 Jahren kannten wir uns noch gar nicht. Ja. Überleg mal, da ist sie schon gestorben. Ja. Frechheit. Wir hätten sie so gerne besucht. Ja, also ja, viel zu Baba Vanga kann ich nicht sagen. Also sie ist, ja. Also im Kern ist das eine alte Dame gewesen aus Serbien, die Voraussagen gemacht hat. Wird auch oft mit einem Foto blinde alte Frau gezeigt, die Voraussagen getroffen hat. Ja, so ein paar Highlights, die Belagerung von Paris hat sie. Belagerung von Paris, ja. Hat ja. sie vorausgesagt, ein Massensterben in Indien. Naja, da leben sehr viele Leute. Und was lustig ist, Riesenkaninchen, die eine Stadt angreifen. Daran kann ich mich noch erinnern. Die Riesenkaninchenplage von Buxtehude. Ich kann mich erinnern, ich fände es ziemlich knuffig, ehrlich gesagt. Wenn die Menschheit aussterben soll, dann bitte durch eine Invasion von Riesenkaninchen. Ich glaube, Riesenkaninchen sind nicht so knuffig. Doch, glaube ich schon. Nee, die sind ja sehr groß. Boah, die sind bestimmt mega aber weich. Wenn die groß sind, dann ja, die mega weich. Mega. Da kommen sie, sind bestimmt, so weich. Ja, sind it's so, so weich. Fluffy, I'm gonna die. Ja, stimmt. Ja, das ist natürlich sehr süß. Ja. Ja. Aber, dann stirbt man aus Niedlichkeit. Genau. Genau. Da kommen ganz viele Kaninchen. Ich gehe kaputt. Ich gehe kaputt. Ja. Nun gut, okay, ja. Da brauchen die Stadt gar nicht mehr angreifen, weil alle schon gestorben sind. Die legen nur den Kopf, schief. Und mimmeln so mit den Nasen. Ja, so, weißt genau, du? Ja, genau. Und essen eine Möhre. So. Und dann hörst du so von draußen aus den Stadtmauern so. Und dann gehen alle kaputt von Niedlichkeit. Und dann machen die so ganz kleine Kackekügelchen. Die machen doch diese Kackekügelchen. Ja, aber die sind ja dann riesengroß. Oh mein Gott. Vielleicht ist das. Ja. Ja, hat sie noch irgendwas gesagt? Ja, für 2023 hat sie zum Beispiel da können wir ja mal gucken, ob es eingetroffen ist, ja? Die Erdumlaufbahn ändert sich. Kann sein, dass das passiert ist. Werden wir nicht mitbekommen vielleicht. Doch, ist definitiv nicht passiert. Okay, gut. Vielleicht verschweigen uns das die Massenmedien. Frag mal Neil deGrasse Tyson, der wird dir das bestätigen, dass sich die Erdumlaufbahn nicht geändert hat. Vielleicht ist er auch ein Kaninchen. Ein Sonnensturm trifft die Erde. Jede Menge Sonnenstürme treffen. Jeden Tag. Jede Sekunde die Erde. Jeden Tag. Ja, okay. Ja. An uns wird mit Biowaffen geforscht. Wenn sie Impfgegnerin ist, dann hätte man das vielleicht so deuten können. Viele Verschwörungsleute glauben daran. Ja, Klassiker. Dass da ständig mit uns hier irgendwelche Biowaffen getestet werden. Klassiker. Impfgegner, Klassiker und so weiter. Ja. Russland erpresst ein Land mit der Sprengung eines Atomkraftwerks. Ich habe jetzt keine Sprengung eines Atomkraftwerkes mitbekommen. Habe ich auch nicht mitbekommen. Aber es war mal knapp. War mal knapp, genau. Okay, ja. Kann ja sein, dass sie da einen Erfolg gesehen hat, der halt leider ausgeblieben ist. Ja. Ja, kann ja sein. Jetzt kommt's. Alle Babys 2023 kommen aus dem Labor. Weiß ich nicht.
kann ich widerlegen. Okay. Also ich jetzt nicht. Ich habe jetzt kein Baby. Ich habe jetzt kein Baby bekommen und auch keins aus dem Labor. Aber ich habe KollegInnen, also nee, brauche ich nicht Gender. KollegInnen. Kollegen, ja. Ich habe KollegInnen, ja, die 2023 ein Baby auf traditionelle Weise gezeugt und auch bekommen haben. Auf traditionelle Weise gezeugt? Ja. Hm. Ja. 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 Okay. Ja. In Lederhosen. Ja. Ja, das weiß ich jetzt nicht so genau. So genau, so eng bin ich mit meinen Kolleginnen dann. Hör da bitte nochmal nach, das wäre mir wichtig. Was ist noch passiert? Was ist noch passiert? Außerirdische landen. Und das kann ich nicht widerlegen, weil das kann ich auch nicht widerlegen. Das hätte passieren können. Ja, das hätte man uns wahrscheinlich verheimlicht. Ja, denke ich auch. Hat sie was für 2024 für vorausgesagt? Für 2024 hat sie auch ganz viel vorausgesagt. Und zwar, dass es ein Attentat auf den russischen Präsidenten kommen wird. Das waren wir vielleicht mit unserem Fluchglas. Das würde ich jetzt noch nicht so als Attentat werten. Okay. Was, ne? Was gibt's noch? Er soll auch durch das Attentat auch wirklich sterben. Ne? Also er soll wirklich ermordet werden. Hm. Ne? Ja, ja. So weit sind wir ja nicht gegangen mit unserem Fluch. Wir wollten ja nur, dass er sich einscheißt, was leider nicht funktioniert hat. Ja. 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 Dann soll es eine Wirtschaftskrise. Oh, nee. Wirtschaftskrise, wie neu. Ach so, ja. Ja. Kann sein, dass das jeder... Vielleicht hat sie bei Nostradamus abgeschrieben. Vielleicht sagt das auch einfach jeder immer. Okay. Vielleicht haben auch alle bei Nostradamus abgeschrieben. Wer weiß. Wer weiß das schon. Wobei Riesenkaninchen ist schon was anderes. Ne? Also Nostradamus hat jetzt nichts von Riesenkaninchen gesagt. Aber der konnte in die Zukunft sehen. Vielleicht hat der bei ihr abgeschrieben. Nee. Aber er konnte in die Zukunft. Dann hätte er doch das mit den Riesenkaninchen. Bitte, das ist doch wohl... Vielleicht steht das ja da drin. Ich hätte das... Wenn ich in die Zukunft sehen könnte, wenn ich Nostradamus gewesen wäre, da hätte ich gesagt, war ich das, ja? Da hätte ich gesagt, das sage ich denen nicht. Überraschung. Dass die verliebt. Oh, ja, komm. Niedlichkeit. Das ist so niedlich. Ja, okay. Okay. Die Wirtschaft soll sich 2024 nicht erholen, laut ihrer Aussage. Ja, gut. Okay. Sondern eher verschlechtern. Ja. Ja. Steigende Schulden, geopolitische Spannungen und so weiter soll es geben. So, dann, jetzt kommt auch wieder sowas, Wetterumschwünge. Verrückt. Verrückt. Hätten Sie 96 schon Klima, die klassische Klima, ja, hätte sie wissen müssen. Also ähnlich wie in 2023 soll es auch dieses Jahr zu erschreckenden Wetterereignissen und Naturkatastrophen kommen. Aha. Ja? Ja. Dann soll es auch noch terroristische und biologische Anschläge geben. Uiuiui, Terroranschläge mal wieder. Ich sage, das sind immer dieselben Sachen, ja? Genau. In Europa auch. Sie wird ein bisschen konkreter, ne? Das Ganze soll auch in Europa passieren. Ne? Mhm. Zudem soll ein großes Land wohl biologische Waffentests durchführen. Naja, gut. Ja. Aber auch das ist ja. Das sind so beliebte Dings. Dann soll es immer mehr Cyberangriffe geben. Na, überrascht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Gerade in Zeiten, in der sich sowas stetig entwickelt. Genau. Ja, okay. Gut. Medizinische Durchbrüche soll es auch geben. Ja, klar, ne? Ich meine, so eine Fortschritt halt, ne? Ja. Ja, okay. Technischer Fortschritt, ne? Ja. Und sie wird da aber auch ein bisschen konkreter. Die Durchbrüche sollen in der Krebs- und Alzheimer-Forschung passieren. Okay. Mhm. Ja. Ja, ja. Für noch unheilbare Krankheiten sollen im nächsten Jahr wohl neue Behandlungsmöglichkeiten gefunden werden. Wäre ja schon mal gut. Da bin ich Team Baba Vanga, das können wir machen. Ja. Okay. Ja. Und es soll einen technologischen Durchbruch geben, ebenfalls positiv. Baba Vanga prophezeit 2024 einen großen Durchbruch in der Quanteninformatik. Okay. Wir werden sehen. Das werden wir sehen. Wir schauen nächstes Jahr um diese Zeit zurück, was passiert ist, was eingetroffen ist und was nicht. Jetzt ist es so, dass es ja auch alle möglichen Neuschwurbler gibt, die Voraussagen in die Zukunft treffen. Neuschwurbler. Das bis jetzt hatten wir Altschwurbler, so Classics. Die kommen aus Neuschwurbeland. Genau. Ja.
Natürlich, so nenne ich die. Es gibt auf jeden Fall klassische Schwurbler und Neuschwurbler mit Voraussagen. Und die behandeln wir nach einer Raucherpause. Jetzt machen wir eine Raucherpause. Jetzt, wo du rauchen willst, wo du drankommst und du jetzt eigentlich machen würdest. Jetzt willst du rauchen. Das ist vollkommen richtig. Na gut. Aber wir haben eine ganz besondere Überraschung für die Raucherpause. Denn während wir draußen sind, wird Ingo übernehmen. Nein, stimmt nicht. Nein? Wir haben eine neue Rubrik für dieses Jahr. Ja, wir haben eine neue Rubrik für dieses Jahr. Ihr wisst, ihr habt schon mitbekommen, dass Ingo unterwegs war und uns wieder zurückgesendet wurde. Mhm. Er hat einen kleinen Ausflug gemacht. Er hat einen kleinen Ausflug gemacht und Ingo wollte sich mehr einbringen. Deswegen wird Ingo, der hat ja Zugriff auf alle möglichen aufgestiegenen Meister und so fort, und wir wissen, dass er ist ja auch ein feinstoffliches Wesen. Genau, und Ingo möchte euch ein bisschen auch den Weg weisen. Deswegen hat Ingo eine neue Kategorie bei uns und wird nun monatlich das Ingo Horoskop. Das einhornmagische Ingo-Horoskop. Er ist ein Einhorn. Er ist sehr magisch. Und er zeigt euch, was euch bevorsteht. Er ist Ingo. Sie singt nur so lange, weil ich die Musik so lange laufen lasse. Viele sehen sie ja noch was. Wir werden sehen. Nein, und los. Das war so ein schöner Abschluss. Jetzt mach aus. Es ist gut jetzt. So. Ja. So, in jedem Monat legt uns Ingo ein Blatt Papier vor, auf dem ein von ihm gechanneltes Papier, wie? Nein. Ein Pergament. Nein. Eine Schriftrolle. Ingo ist ein magisches Wesen. Ingo. Er kratzt ihn mit den Hufen. Euer Nein. Horoskop in euer. Schweig still. Ingo vermittelt uns das Horoskop natürlich telepathisch. Genau, und wir als Channel-Medium eines feinstofflichen Einhorns, wir gehen dann in eine Schreibtrance und schreiben das hernieder. Schreiben das hernieder. Wir wissen selber noch nicht, was dort steht, und tragen euch das nun gleich vor, sobald mein Tablet das Ganze gebuffert hat. Ich fange mal an. Das Ingo-Horoskop für Januar. Widder. Wenn Sie mit dem Zeigefinger zwischen den Zehen entlangfahren und dort ein schwarzes Würmchen finden, gehen Sie duschen. Ihr Umfeld wird es Ihnen danken. Stier. Ihre romantischen Beziehungen könnten in diesem Monat auf eine harte Probe gestellt werden. Missverständnisse und Kommunikationsprobleme können zu Streitigkeiten führen. Vielleicht, weil sie ein Stier sind. Mo. Zwilling. Die Arbeit könnte Sie in diesem Monat vor große Herausforderungen stellen. Bleiben Sie zu Hause. Buchen Sie noch heute unser Seminar Reich mit Einhörnern. Krebs. Das Fernweh könnte Sie packen. Neue Orte könnten Ihnen frische Perspektiven und aufregende Erlebnisse bringen. Wir empfehlen eine Reise zum Eisrand der Erdscheibe, ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie. Löwe. Der Januar könnte für Löwen eine kreative Phase einläuten. Nutzen Sie Ihre künstlerische Ader, sei es in der Arbeit oder in der Freizeit. Malen Sie ein Bild. Zum Beispiel einfach mal ein Haus und eine Sonne. Und dann hängen Sie es an den Kühlschrank. Hübsch. Jungfrau. Die Jungfrauen können im Januar mit emotionalen Herausforderungen konfrontiert sein. Es ist wichtig, auf ihre Gefühle zu achten und sich Zeit
zur Selbstpflege zu nehmen. Machen Sie etwas Verrücktes und schneiden sich die Fußnägel. Waage. Die Waage könnte im Januar nach Balance suchen, insbesondere zwischen Arbeit und persönlichem Leben. Oder nach Balance? So genau können wir das nicht erkennen. Ich glaube, es sind Ballons. Nun ja, gut. Ballons. Ballons. Ihr wisst schon. Skorpion. Eure finanzielle Situation könnte stabil sein, aber es wäre klug, vorausschauend zu planen. Vermeidet übermäßige Ausgaben und überlegt, wie ihr eure Einnahmen langfristig steigern könnt. In unserem Webinar Die Kristallmatrix, dein Freund, erfährst du mehr. Demnächst im Shop. Schütze. Im Januar könnten Schützen nach neuen Horizonten streben. Bildung und Reisen stehen im Fokus, um eure geistigen Horizonte zu erweitern. Fahr weg. Weit weg. Ganz weit weg. Tschüssi. Steinbock. Geburtstagskinder, im Januar haben Steinböcke Geburtstag, ich auch, ne, können im Januar eine Zeit der Selbstreflexion erleben. Setzt klare Ziele für das kommende Jahr und überlegt, wie ihr persönlich wachsen könnt. Wir empfehlen, immer brav den Teller leer zu essen. Wassermann. Der Januar könnte für Wassermänner eine Zeit der Innovation und Kreativität sein. Doch leider scheint es so, als hätte euch da jemand vor die Haustüre geschissen. Ein Pferd oder so, könnte auch ein Einhorn gewesen sein. Fische. Eure sonst so tiefe Verbindung mit dem Universum könnte im Januar etwas abreißen. Die Fische könnten sich in einem Ozean der Verwirrung wiederfinden. Blub, blub. Ja, das war's. Das ist das, was Ingo hier gechannelt hat. Und wir übernehmen natürlich keine Gewähr. Wenn es wehtut oder sonst irgendwas, geht zum Arzt. Ja. Dann sind wir jetzt wieder zurück von der Raucherpause. Hallo zusammen, wir sind zurück von der Raucherpause. Und wir... Da war doch das Horoskop in der Zwischenzeit. Ach so, ja. Ingo. Also okay. Ja. War nicht so... Mal gucken, ob wir das nochmal machen. Jedenfalls hatten wir eine Raucherpause und ich... Ich fand meins ganz gut. Fahr ja, weg, weit weg. Fahr ganz weit weg. Tschüssi. Na gut, okay. Wir widmen uns nun den Neuschwurblern. Ich habe mal so ein bisschen herumgesucht, was es eigentlich so gibt. Und zuallererst gibt es ja immer auch... irgendwelche christlichen Sekten, Verschwörungsheinis, die Voraussagungen machen. Das machen die in jedem Jahr. Und in jedem Jahr geht es um die Apokalypse. Hm. Hatten wir ja schon mal so in Richtung Weltuntergang und so, ne? Genau, richtig. Mhm. Und es gibt einen wunderschönen YouTube-Kanal, in dem harte Spinner die Prophezeiungen der Bibel interpretieren. Der Kanal heißt Mit Gott. Ja. Liegt auf der Hand. Vielleicht ist auch Karl Gott gemeint. Nee. Nein? Nein. Okay, jedenfalls ist es so, dass, was übrigens sehr lustig ist, haben ein Video, 5 Ereignisse der Apokalypse, und da waren genau 665 Kommentare drunter. Und ich konnte es mir nicht verkneifen, noch einen Kommentar drunter zu machen, damit 666 sind. 666. Ja. The number of the beast. Aber sie haben natürlich auch 4 Prophezeiungen für 2024. Die sind äußerst nichtssagend. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass es immer 4 sind? Nee, bei Baba Vanga waren es mehr, ne? Bei Baba Vanga waren es mehr. Bei Nostradamus sind es auch 4. Wir können jetzt mal reinhören in die Prophezeiungen und können mal schauen, was uns dort prophezeit wird in den 4 Prophezeiungen für 2024. Okay. Die erste Prophezeiung, die weltweite Vereinigung. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Abschnitt aus dem Buch der Offenbarung lesen. Ich sah ein Tier aus dem Meer steigen. Es hatte 2 Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Es wurde ihm erlaubt, Krieg gegen die Heiligen zu führen und sie zu besiegen. Er erhielt Macht über jedes Volk, jede Sprache und Nation. Haben Sie schon einmal von der neuen Weltordnung gehört? Möglicherweise ja.
Manchmal denken wir, dass dies nur mit Religion zusammenhängt. Aber das ist nicht ganz richtig. Die neue Weltordnung ist realer, als wir uns vorstellen können. Und sie ist mit allem verbunden, was wir uns vorstellen können. Mhm. Genau, richtig. Die neue Weltordnung. Die neue Weltordnung. Die neue Weltordnung. Hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen, ne, so von wegen hier, Nostradamus hat ja irgendwie prophezeit, der dritte Weltkrieg und so, ne? Hm. Und dass die Menschen die wollen dann aber auf was ganz anderes können rauskommen. Also und das wurde ja auch schon gedeutet als neue Weltordnung. Der Hintergrund dieses Kanals ist es, dich in eine christliche Sekte zu locken. Das ist so eine kleine Mini-Sekte, die verknüpft Offenbarungstexte, also diese apokalyptischen Texte aus der Bibel, mit gängiger Verschwörungstheorie. Und das machen die auch weiter. Wir hören mal weiter rein. Ja. Dies ist nur ein Beispiel für die Vereinigung, die den Weg für die Prophezeiung der Offenbarung 13 bereitet, wo ein Führer aufkommen wird und Autorität über alle Nationen ausüben wird. Dieser Führer wird als der Antichrist identifiziert. Wenn Sie also im Fernsehen oder im Internet die Vereinigung von Ländern mit dem Ziel der Entwicklung sehen, denken Sie daran, dass dies keine bloße Zufälligkeit ist, sondern die Erfüllung der Prophezeiungen, die vor Jahrtausenden niedergeschrieben wurden. Kein Ereignis steht allein. Jeder Krieg, jede Allianz und jede Uneinigkeit sind Teil des prophetischen Zeitplans des Herrn. Alles folgt dem Plan, den Gott vor langer Zeit festgelegt hat, wie Jesus es während seiner Zeit auf Erden besprochen hat. Seien Sie also aufmerksam. Göttlicher Plan. Seien Sie also aufmerksam, genau. Mhm. Das ist so. Ja. Ein Tier soll aus dem Ozean steigen. Und was für ein Tier, du? Jetzt mit ist Hörnern. Mir hier der Schnipsel abgekackt. Also, na super. Ja, ich spule nochmal vor. Ja. Na, so. Ach, einmal mit Profis hier. Ja. Die zweite Prophezeiung: technologische Fortschritte. Im Buch der Offenbarung werden wir einen weiteren Abschnitt lesen. Und es bewirkte, dass alle die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven sich ein Mahlzeichen geben ließen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen konnte, wenn er nicht das Mahlzeichen hatte, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Wir wissen bereits, dass Technologie ein Phänomen ist, das sich auf beängstigende Weise entwickelt und es besteht der Trend, dass sie in den kommenden Jahren noch stärker werden wird, mit vielen Neuheiten, die die Welt verändern und uns alle überraschen werden. Das sind wir auch hier bei der Barcode-Entstörungsgeschichte und so, ne? Müssten wir auch mal machen. Haben wir gesagt, dass wir das mal machen, ne? Ja, haben wir gesagt. Das müssen wir wirklich mal machen. Es aber, ist nicht in Vergessenheit geraten. Aber, du hast hier mitbekommen, auch hier geht es wieder um genau dieselbe Scheiße, ne? Natürlich. Weiter geht's. Und unter den vielen Technologien ist eines derjenigen, die sich am meisten entwickelt, ein System, das alles überwacht, was wir tun. Bei einer Konferenz, die in Davos, Schweiz, stattfand und als Weltwirtschaftsforum bezeichnet wurde und Gelehrte sowie Führungskräfte zusammenbrachte, wurde festgelegt, dass wir in wenigen Jahren nicht nur Geräte tragen, sondern sie auch in uns implantiert haben werden. Die sogenannten Smartphones der Zukunft, die im Körper der Menschen implantiert werden und auch Mikrochips, die kontaktloses Bezahlen mit der Hand ermöglichen. Ein Telefon im Kopf, in der Hand oder im Arm zu haben, mag sich nach Science Fiction anhören, aber es ist der nächste logische Schritt in der Technologie. Ja, ein Telefon im Kopf fände ich super, vor allen Dingen mit Vibrationsalarm. Wir wissen, dass Satan weitaus weiser ist als der Mensch und er durchaus die wissenschaftliche Gemeinschaft dazu bringen kann, diese Technologien in einer Zukunft viel näher zu entwickeln, als man sich vorstellen kann. Zweifeln Sie daher nicht an seiner Macht. Wir wissen, dass der Feind nur mit Gottes Erlaubnis handelt, aber die Bibel selbst zeigt uns, dass diese Welt unter der Macht des Bösen steht und der Teufel der Fürst dieses Ortes ist. Also dann bin ich Team Satan. Die dritte Prophezeiung betrifft die Apostasie, das heißt den Glaubensabfall. Der Apostel Paulus warnt die Christen, dass die Apostasie ein Zeichen der Endzeit ist. Hier ist, was er sagte. Genau, Brüder, da machen wir mal Stopp. Genau, das ist letztendlich also, der Punkt. In jeder klassischen Prophezeiung, die sich so ein bisschen auf die Bibel stürzt, geht es darum, zum einen alle kriegen. Stützt. Zum einen kriegen alle das Zeichen des Tieres, um damit zu bezahlen. Das ist im Regelfall das Smartphone oder sonst irgendwie was. Wenn dich Ingo tritt. Ne? Dann habe ich auch das Zeichen des Tieres. Das sage ich dir. Oder wenn mich Mücken stechen.
Auch dann. Ja, genau. Aber damit bezahle ich nicht. Jedenfalls, naja, vielleicht schon. Jedenfalls kriegen immer alle das Zeichen des Tieres und es und die Leute fallen vom Glauben ab. Das ist auch immer ganz wichtig. Denn dann kann man sagen, du kannst jetzt was dagegen tun, komm wieder zurück und sei gläubig und tralala. Und ja, im Endeffekt dient das alles nur dazu, damit du hier Teil dieser seltsamen christlichen Sekte wirst. Und deswegen machen wir hier mal einen Stopp. Und ich denke, das kennt ja jeder. Ne? Ja, was gab's noch? Sag du es mir. Ich sag's dir. Wir haben noch Birgit Fischer ist ein ein Trance-Medium. Das ist sie, ein Trance-Medium. Er hat so ein kleines bisschen Probleme manchmal mit so, auch wie Balance oder so. Da ist so mit so, nee. Ja, jedenfalls, Birgit Fischer ist ein Trance-Medium und sie hat Zugriff auf energetische Wesen, die mit ihr über alle möglichen Dinge reden, unter anderem eben auch über die Zukunft. Und wir wissen noch aus der Weihnachtsfolge, diese energetischen Wesen, meistens sagen die nicht so viel, ne? Also die reden sehr wischiwaschi, aber mit Birgit Fischer reden sie eben. Wir hören mal rein, was sie so zur Birgit Fischer sagen. Wahrscheinlich nichts Tolles. Wenn wir uns das Jahr 2024 ansehen, hellsichtig energetisch ansehen, zeigt sich gerade in den ersten Monaten oder in der ersten Jahreshälfte, dass es wie ein kompletter Umbruch ist und es ist dieses Aufbrechen. Denn das Jahr 2024 ist Aufbrechen. Das Jahr des Kommen und des Gehens, nee. Der Co-Kreation, der neuen Massenspiritualität und des absoluten Aufbruchs. Und der Aufbruch betrifft alle Bereiche des Erlebens und alle Szenarien. Ja, genau. Also sie sagt, dass wir uns in einer Zeit des Aufbruchs befinden. Das ist auch so der Klassiker der Esoterik-Welt. Die Welt ist im Wandel. Wir befinden uns jetzt gerade in der Zeit des Übergangs. Und ja, das geht schon ziemlich lange, ne, dieser Übergang. Der Übergang 2012 sollte ja mal die Welt untergehen, du erinnerst dich? Richtig, davor war ja auch schon, da war ja Übergangszeit. Dann auch schon, ne? Und dann ist ja nichts passiert und dann haben die gesagt, ist doch passiert, denn der Zeitraum des Übergangs findet jetzt statt. Also das merkst du nur nicht, ja, klar. Denn wir gehen jetzt in eine neue Zeit. Und selbstverständlich, Birgit Fischer, in dieser Prophezeiung macht sie sehr viel Blabla, um uns klarzumachen, dass wir in einer Zeit des Übergangs sind und dass wir ja Hilfe brauchen für den Übergang. Und Natürlich. Wer wäre sie, wenn sie nicht kostenpflichtig Hilfe für den Übergang anbietet? Und das tut sie zum Beispiel, indem sie diverse Dinge anbietet. Ich schaue mal kurz in den Shop rein, mit euch zusammen. Schau ich mal hier bei der Biggie in die Bude und dann gucken wir mal, was die Biggie so in der Bude hat. Und er versucht Zeit zu schinden, ne? Ich merkt versuche, ihr, ne? Das scheiß Video hier, ne? Abzubrechen, was nicht geht. Blöde Kuh, Biggie. Ja, Biggie wird jetzt für immer hier oben in der Hecke. Biggie wohnt jetzt auf deinem Tablet. Ja, okay. Sag Hallo zu Bibi. Biggie und Tina. Nun gut, okay. An der Stelle, Biggie hat jedenfalls jede Menge Sachen in ihrem Shop, die euch in der neuen Zeit helfen. Und sie läuft jetzt auch dauerhaft auf meinem Tablet. Ich krieg's nicht abgebrochen. Okay, wir schauen weiter und haben noch einen Herrn, den ich persönlich sehr mag. Es ist Thomas Ritter. Thomas Ritter betreibt ein Reisebüro. Mit diesem Reisebüro kann man fahren nach Indien. Ups. Ja, Entschuldigung. Ja. Und kann dort die Palmblattbibliotheken besuchen. Oh, das müssten wir aber mal gesondert machen. Wir werden oder? Das Thema Palmblattbibliothek nochmal gesondert aufmachen. Vielleicht hier mal so ganz grob zusammengefasst. Es gibt angeblich eine Bibliothek, ne? Aus Palmblatt. Da sind Sachen auf Palmblätter geschrieben und jeder Mensch hat ein Palmblatt, auf dem sein Leben steht. Und zwar das Vergangene, das Zukünftige und so weiter und so fort. Das heißt,
die, aber nur, das kann man nur lesen, wenn man mit ernsten Absichten kommt. Und da ist auch immer einer, der dir dann das Blatt raussucht und der dir auch sagt, was da drauf war. Also selbst kannst nicht. Aber naja, gut. Es gibt jedenfalls dort das die Palmblatt-Bibliothek und der Thomas Ritter, der trifft in jedem Jahr Voraussagungen von der Palmblatt-Bibliothek. Hast du mal überlegt, hast du wahrscheinlich nicht, ne? Wie viele Menschen sekündlich auf dieser Erde geboren werden? Sind eine Menge Palmblätter. Da müsste ja sofort ein Palmblatt entstehen. Aber wie viele kommen denn mit ernsten Absichten dahin? Ja, aber es muss ja eins existieren, weil jeder es könnte. Es ist dann da, ja, wenn man es braucht. So. Wir gehen mal bei Gelegenheit auf die Palmblatt-Bibliotheken ein. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt in dem Fall schauen wir uns mal die Prophezeiung von Tommy Fischer an. Tommy Ritter. Tommy Ritter ist, was man dazu sagen muss, ein absoluter Vollverschwörungstheoretiker. Mhm. Er ist gegen die Regierung, gegen die Impfung, gegen alles und er schwurbelt herum. Er war einer der führenden, er war auf jeden Fall bei allem mit dabei, was man sich vorstellen kann. Von Illuminaten über Impfgegnerschaft, über sonst irgendwie was. Und natürlich liest er unsere Prophezeiung für 2024 aus diesen Palmblatt-Bibliotheken. Und das ist jetzt ein bisschen härterer Stoff. Okay. Wir fangen mal an mit einer, also ich habe jetzt mal so ein paar Abschnitte hier rausgesucht. Alles in allem, wir hängen euch das an, ihr könnt es gerne mal komplett lesen. Es gibt auch ständig Updates, die von seinem indischen Heini dann ihm übermittelt werden. Mhm. Der ruft ihn nämlich hin und wieder an und sagt, hallo Meister Ritter, ich habe neue Updates gefunden in der Palmblatt-Bibliothek für 24. Da müsste man mal wieder was hinzufügen. Mhm. Gut, aber selbstverständlich beginnt auch er mit, die Welt durchläuft derzeit eine Phase von grundlegenden Veränderungen und Umbrüchen, deren Ausgang die Zukunft für lange bestimmen wird. Wir haben die Wahl zwischen einem autokratischen System, welches sich in den letzten Jahren immer offener mit seinen autoritären Tendenzen zeigte, oder einer neuen Gesellschaft, die für Frieden und Freiheit steht. Mhm. Noch aber bestimmt der Zerfall des Vertrauens das Leben der Menschen, die weltweit durch Massenmedien permanent mit Schocknachrichten traktiert werden, seien es Warnungen vor einer neuen Pandemie, Klimaprobleme, Migration, Kriege oder Wirtschafts- und Finanzkrisen. Dadurch entsteht bei vielen tiefe Angst vor der Zukunft, aber auch das Gefühl vor einer latenten Bedrohung in der Gegenwart. Mhm. Ja, das ist so die Einleitung, das macht er jedes Jahr. Also er macht uns eigentlich Angst. Das ist so das, was so sein Job ist. Okay, aber da sagt er ja eher, dass der Angstmacher sind ja die Massenmedien. Und jetzt hat er ja dann auch gute Benachrichten. Ne? Zum Beispiel, im Nahen Osten wird sich der Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel zu einem neuen Krieg ausweiten. Ach, das ist eine gute Nachricht? Das ist so seine, ja. Ich finde das keine gute Nachricht. Ja, das musst du jetzt mal ihm überlassen. Er deutet das ja. Er deutet das als gute Nachricht? Naja, er deutet das erstmal als Nachricht. Okay. Und das weitet sich dann aus auf alle Nachbarländer, bla 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 bla. Dann sagt er auch, das hat er natürlich auch in den Palmblatt-Bibliotheken gelesen, dass die Mächtigen derzeit einen Informationskrieg im Namen des Guten gegen die Menschen führen. Sie werden das Volk motivieren, scheinbar Gutes zu tun, doch in Wirklichkeit werden die Menschen durch ihre eigenen Taten weiter geschwächt. Wer sind die Mächtigen? Die Mächtigen sind irgendeine Elite, die es immer mal wieder gibt, denn ohne Elite funktionieren die Verschwörungstheorien nicht. Stimmt. Genau. Dann steht hier, die Mächtigen werden diese Situation benutzen, um ihre Interessen weiter durchzusetzen und die Schwachen in Abhängigkeit zu halten. Widerstand wird erbarmungslos unterdrückt. In England, aber auch in anderen Staaten wie Frankreich, Argentinien, Australien und Kanada sowie Asien und der arabischen Welt werden Projekte verfolgt, die individuelle Mobilität der Menschen im Namen der Rettung der Natur einzuschränken. Ja, natürlich, ganz normal. Ne, zum Beispiel, genau, richtig. Der Winter von 2023 auf 2024 bringt Einschränkungen in Europa. Es kommt zu zeitweise... In Europa. Wenn du nicht möchtest ganz du so, reden? Nein, aber wenn du nicht ganz so schnell sprichst, dann verhaspelst du dich. Es gibt auf jeden Fall in diesem Winter, und ihr müsst stark sein, es wird Engpässe in der Stromversorgung geben und bei der Heizung. Habe ich noch nichts von gemerkt. Wird passieren. Das sagt er voraus, das hat er in den Palmblatt-Bibliotheken gelesen. Und natürlich präsentiert man uns einen Sündenbock, um von den Fehlern der Politik abzulenken.
In den Monaten Januar bis Mai kann es zu scheinbaren Zugeständnissen und auch personellen Veränderungen in der Regierung kommen. Minister und auch andere Staatsoberhäupter werden entmachtet. In Deutschland, der Schweiz, in Österreich entstehen Regierungskrisen. Dem russischen Präsidenten droht im Zeitraum von Februar bis Mai die Gefahr eines Anschlags auf sein Leben. Hier, Baba Vanga. Baba Vanga. Guck mal, er hat sie noch ein bisschen eingegrenzt hier zwischen Februar und Mai. Ja, klar. Okay. Dann ist natürlich, weil er ein Verschwörungsheini ist und sich in rechten Foren rumtreibt, hat er natürlich auch noch das Thema Migration. No. Er sagt, 2023 kamen so viele Menschen wie nie zuvor aus Afrika, dem Orient, Asien, Osteuropa auf der Suche nach einer neuen Heimat und ein besseres Leben nach Europa. Diese Wanderungsbewegung wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Jedoch die europäischen Sozialsysteme zunehmend überfordern. Dies sorgt im Jahr 2024 und im Jahr 2025 für soziale Unruhen. Dann gibt es natürlich auf dem Balkan und im Nahen Osten zu einer Verschärfung der dortigen Konflikte. Die USA, aber auch Russland, der Iran, arabische Staaten und Türkei sind in dieser Auseinandersetzung verwickelt. In Europa, insbesondere Frankreich, aber auch in Deutschland, der Schweiz und Österreich gibt es weiterhin religiös und politisch motivierte Anschläge. Diese führen auch im Alltag der Menschen zu verstärkten Unsicherheiten. Und Belastungen im Bereich Logistik und Personenverkehr können nachhaltig gestört werden. Auch das hatten wir schon bei den anderen, also dass es einfach Terroranschläge gibt. Ja. Er sagt aber, in Mitteleuropa besteht 2024 keine unmittelbare Kriegsgefahr. Jedoch werden sich in Frankreich und benachbarten Ländern eben die sozialen Unruhen verstärken. Der Winter bringt Wetterunbilden. Was ist denn das für ein Wort? Wetterunbilden. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Schlechtwetter. Wetterunbilden. Vielleicht irgendwie. Vielleicht gibt es das Wort. Ich kenne es halt nur nicht. Wetter, sowas wie. Ich kenne es nicht. Es klingt aber, als würde es das geben. Schnee, der nach oben fällt. Ja, jedenfalls führt all dies auch zur Verteuerung des Trinkwassers. Und es gibt auch lokale Überflutungen bis Mai 2024. Und da können wir ihn jetzt mal daran messen. Bis Mai 2024 wird es im Indischen Ozean und im Pazifik zu Vulkanausbrüchen und größeren Seebeben kommen. Das lässt sich ja mal beobachten. Dann kommt dazu, dass die künstliche Intelligenz sich weiterentwickelt, bla bla bla. Das ist natürlich eine Bedrohung und so weiter, ne? Natürlich. Wobei bei Nostradamus, der hat dem ganzen Jahr ganz gut gegenüber gestanden. Ne? Naja, gut, gucken wir mal. Ne? Und gleichzeitig wird der Wille der Mächtigen immer deutlicher, gegen alle Widerstände eine neue Weltordnung zu installieren, welche ihre Herrschaft für Generationen sicher soll. Sie werden dabei jedes sich bietende Mittel nutzen, gleichzeitig als Hüter der Vertrauten und Bringer des Neuen auftreten. Doch ihr Ziel ist und bleibt es, nach Belieben schalten und zu walten, wie es ihnen gefällt. Sie werden die Völker Europas und der westlichen Welt gegeneinander ausspielen. Sie werden Religionen und Ideologien nutzen, um ihre Macht auszubauen. Und bla 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 bla. Genau das sagt er. Im Endeffekt sagt er genau dasselbe wie die anderen. Aber was mir bei ihm so aufgefallen ist, er ist ja dann auch noch sehr in Richtung China und Russland unterwegs. Er ist ganz klassische und, russische Propaganda, macht genau, auch sonst und so. Ist ja dem ganz wohlgewollt. Er macht auch sonst russische Propaganda. Er sagt immer, dass alle anderen so eine Zentralweltregierung aufbauen wollen und auch das Geld abschaffen wollen und uns versklaven wollen. Und dass Russland nicht so ist. Und Trump natürlich. Trump ist auch total cool. No, das ist auch immer wichtig. Und aber er sagt was ganz Wichtiges. Die Jahre 2024 und 2025 markieren den endgültigen Wendepunkt eines langen Transformationsprozesses. Ja, ja. Es geht zu Ende.
Es geht zu Ende. Die Welt des Wandels, Umschwung. Diese letzte spirituelle Transformation, die ist ja datiert worden damals. Hm. Ja? Und unser aktueller Transformationsprozess, der geht bis 2027 laut der spirituellen Heinis. Ja, aber er sagt ja 25, ja, ist ja, wir schon sind jetzt quasi in der Endphase. Jetzt sind wir gerade in der Phase, in der es wehtut. Und dann blühen wir auf. Mhm. Also das ist, sind sich alle spirituellen Heinis einig. Ja. Und wenn er es in Palmblättern liest, dann wird er das ja wohl wissen. Zudem sagt er aber auch, oder auch nicht, durch Intuition, Kreativität, Kunst, Spiritualität und Wissenschaft werden die alten Werte der menschlichen Kultur wiedergeboren. Wissenschaft, Technik und Politik sollen künftig dem Menschen dienen, anstatt sie in einem System, das nur Gewinn für wenige bringt, zu versklaven. Die Jahre 2024 und 2025 markieren den endgültigen Wendepunkt. Ganz genau. Ja, das sagt er. Und das sagt er im Übrigen in jedem Jahr. Im letzten Jahr war es ziemlich genauso. Aber nun, ja, also es ist im Endeffekt immer das Gleiche. Er macht das auch in langen Vorträgen. Und selbstverständlich bietet er Reisen an zur Palmblatt-Bibliothek. Natürlich. Da kann man dann mal gucken. Irgendwoher muss ja auch. Naja, er ist halt Reisebüro veranstaltet. Mhm. Reisebüros sind auf dem absteigenden Ast und er hat gedacht, er lässt sich jetzt mal was Neues ein. Ja, ich weiß natürlich. Nicht. Ja. Nun, ja. Jetzt haben wir darüber geredet, über alle möglichen Prophezeiungen. Ich denke, zusammenfassend können wir sagen, wir sind in einem Transformationsprozess. Ja, schon. Es wird seit mehr Terrorangriffe geben. Ja, wie jedes Jahr. Wetter. Wir haben hier heute wieder Wetter. Also selbst Greta Thunberg hatte das prophezeit. So ziemlich jeder Klimaforscher prophezeit und dem vertraue ich mehr, ehrlich gesagt. Ja. Also ob Kachelmann oder Palmblatt-Bibliothek, das Ergebnis ist, das Wetter verändert sich. Und das ist einfach nur, ist so. Ich bin Team Kachelmann. Ich auch. Eines der wenigen Channel-Medien, denen ich vertraue. Ja. Er ist kein Channel-Medium. Naja, er hat mystisches Gerät, um das Wetter zu interpretieren. Mystisches Gerät. Er hat, also so persönlich kenn ich jetzt Jörg Kachelmann nicht, um zu sagen, dass sein Gerät mystisch ist. Das hört er sicher gern. Entschuldigung, bitte. Behaltet das lieber im Kopf, Jörg, während wir... Behaltet bitte dies im Kopf, das mystische Gerät. Du hast Gerät. Bestimmt ein mystisches Gerät. Zwinki-Zwonki. Wir behalten den Gedanken an das mystische Gerät des Herrn Kachelmann im Kopf. Verabschieden uns. Wie konnte das so abdriften? Das weiß ich nicht. Wir verabschieden uns für dieses Jahr, hätte ich fast gesagt. Wir verabschieden uns für dieses Jahr. Oh mein mit Gott, der alle letzten... kriegen einen Schock. Ja. Das können Sie doch nicht machen. Wir verabschieden uns aus der Folge. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal kehren wir wieder in unsere altbekannten Muster zurück und beschäftigen uns auch wieder mit Esoterik-Unsinn. Folgt uns auf Instagram, auf Twitter, auf Podcast, Blue Sky, auf... Erstmal auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wir sind nun auch bei YouTube. Bei YouTube sind wir da schon? Yeah. Ja. Mhm. Auf Amazon waren wir jetzt letztes Mal auch schon, aber ist auch noch relativ neu. Auf dieser, auf RTL Plus sind wir dabei. RTL Plus sind wir, glaube ich, schon eingereicht jetzt. Ja, aber ich weiß noch nicht. Wir müssen mal gucken. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt überall, außer bei Tidal, hat man mir gesagt. Tidal? Aber Tidal ist keine Plattform für Podcasts, deswegen werden wir da auch nicht stattfinden, denke ich. Ja. Gut, so oder so. Was ganz wichtig ist, abonnieren. Ja, abonnieren wäre gut. Glocke läuten, wenn es geht. Und bewerten. Okay. Nun gut, wir schließen diese Folge, indem wir nochmal zusammen tief einatmen. Einatmen. Ausatmen. Ausatmen. Tschüssi. Einatmen. Tschüssi. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen.